Willkommen zurück. Mein Name ist Coach und ich bin weg. Ihr seht immer noch Deus Ex Mannequin in die Weide. Wir befinden uns hier an der Stelle und wollten eigentlich schnell die Treppe hochrennen. Aber da ist ein Schloss davor, deswegen ist das recht schwierig und die Kamera ist recht nervig. Sollen wir das melden? Ja, deswegen muss ich mal gucken, was wir aus dem Typen da ausschalten, um das Ganze dann etwas... Um dann die ganze etwas flotter vorbeizukommen. Wo waren wir? Ich hab nichts. Over. So, er hat nichts. Und das ist dann unser Auftritt, denn... Wachsam bleiben. Suchen wir weiter. Los. Okay. Hab Vertrauen, Suchender. Ja, geh doch jetzt bitte mal endlich. Er nervt echt total. Es ist immer dasselbe. Hier ist einfach nichts. Okay, auch schon mal ausgeschaltet, geht ganz gut oder nicht ganz so schlecht. Und ja. Ich weiß, ich kann ja auch mal. Oh, Hilfe! Frauenlastig, die ganze Verein. Aber ich bin da nicht so, ich hau auch Frauen dann. Im Sinne der Gleichberechtigung. Ach, jetzt werden wir wieder gesucht und, oh mein Gott, wo sind sie, wo sind sie? Steh auf, komm schon. Ach nein, nicht ihn. Aber wir sind da drüben drin, ne? Komm schon, mach wieder auf. Und das ist schon mal nicht schlecht. Bald wieder Elektroschockpfeiler. Die gehen jetzt echt langsam aus. Und ich muss die alle vermöbeln. Auf. Oder einfach nur treffen. Leer. Na komm rein, dann kriegst du Nachschlag. Suche läuft, wird gleich abgeschlossen und aber... Erfolglos. Erzähl wieder von dann. Maschinenpistole, ansonsten hat die Person. Ja, das. Oder was hast du? Kronenrussens Faden, hier gibt es aber echt nicht viel zu finden. Also gab es doch die ein oder andere, das ein oder andere Häuschen, wo ich doch nicht rein wollte, im Sinne von, wir werden entdeckt und das ist total kacke, aber. Ich weiß gar nicht, warum da vorhin gehört wurde. Die hat mir immer gesagt, oh, hoffentlich finden uns keiner. Und er so, ah, natürlich. Gut. Da ist auch wieder eine Kamera. Und das ist ein Laptop. Okay, lassen wir. Wir sind ja fast da gleich da, deswegen lassen wir das Ganze. Drüben sind noch zwei Kunden drinnen. Und wir müssen da hochkommen. Können wir gucken, die Kamera geht jetzt rum. Ich weiß nicht, ob man da entdeckt wird, aber das ist relativ, relativ Zeit. Ui. Was für eine Schockgranate? Panik, warum ist jetzt Panik? Ist doch alles passiert. Da könnte Panik schieben. Alarm? Warum ist wieder Alarm? Die haben sich. Oh, wo geht's denn hier lang?
Wo sind wir denn hier hingekommen? Ja, bitte mach das. Sprillgranate macht tolle Aua. Zeig mal, gerade ein bisschen erschrocken. Aber auch das ging ganz gut aus. Nochmal, wo sind wir denn hier und wären wir hier hochgekommen? Bestimmt da. Das wäre natürlich ein viel besserer Weg gewesen. Denn dann wären wir schon oben. Und hätten uns das ganz andere sparen können. Können wir auf den Kabel lang laufen? Okay, um die Frage zu klären, kommen wir hoch. Wir kommen jetzt dazu und können es gerne mal durchprobieren, denn dummerweise ganz nach unten gefallen. Da liegen Zubehörteile, die brauchen wir schon mal ab und zu, und da liegt nochmal eine Granate und. Das fiel jetzt nicht auf. Hab keine Angst vor Schiffern hier. Wie weit denn noch? Sagte er nicht sicher. So, okay. Falls wir die Mission noch irgendwann noch mal machen sollten, dann versuchen wir es mal hier lang. Denn, ja, denn. Stehe ich? Ja, ich stehe. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt da. Werd langsam weich. Ich kann das alles durchsuchen, aber. Okay, geschenkt. Ich war schon fast oben. Ich war schon fast oben und dann war ich sowas. Ein bisschen ärgerlich. Sperrzonen, egal, auch. So, geht's noch höher? Ja, bestimmt, aber. Oh! Okay, also, wir kommen auch hier hoch, wie ihr seht, aber. Da liegt noch ein Hackershaftwert, da liegt noch eine Schublade. Ja, da liegt eine Schublade. Gut, wir finden uns hier in der Etage und wir werden auch lockig so hochkommen. Aber gut, sollte nicht sein. Wir haben den ganz komplizierteren Weg genommen, der war echt schon, naja, sehr bescheiden. Okay, so gut, bis hier, und ich bin mir nicht sicher, ob wir da gesehen werden. Ich weiß es nicht. Tja. Boah, war gerade ein bisschen knapper. Verzeihung, war gerade so. Ich bin gerade voll mit deswegen. Ich gerade ein bisschen.
Okay, wir sind jetzt ganz, ganz oben und hier ist auch schon die Tür, wo wir rein dürfen müssen sollen. Aber wir gucken uns noch kurz ein bisschen um, da wir haben es ja ein bisschen hoch geschafft. Das die vier, die schaffen wir nicht, dafür sind wir zu. Ach was, alles können wir uns mal auf den Punkt, um da reinzukommen. Kriegen ja gleich noch einen. Denn. Wir steigen glaube ich gleich auf. Mit 75er Wahrscheinlichkeit werden wir da entdeckt. Da ist nur 60, ist total einfach. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Okay, reicht das? Zugriff verweigert. Echt? Oh mein Gott. Wir sind ja schon fast alle ausgeschaltet, deswegen machen wir uns da erstmal keine. Haben wir noch ein Multitool? Ich sehe es gerade nicht. Haben wir noch eins klein, den haben wir alle verbraucht? Schade. Splitter, Gas, Splitter, EMP. Ich würde gerne wissen, was da drin ist. Wir haben noch ein bisschen. Vielleicht können wir eins herstellen. Haben wir ein bisschen Multitool 70? Ja. Und da haben wir einfach viel zu viel Kleinkram drin, denn ich sehe es immer noch nicht. Ich muss ganz nach hier drüben gehen. Biozell, das ist was zum Heilen, das. Vielleicht klappt es einfach nicht, da wir echt so viel Kleinkram drin haben und da uns einfach der Platz fehlt. Untersuchen, benutzen, bewegen, kombinieren, ablegen. Das legen wir mal ab. Was ist das? So, ich sehe es immer noch nicht. Haben wir jetzt Multitool oder nicht? Ich glaube eher nicht. Ich sehe es nicht. Schock. Na gut, gucken wir zu der Frau rein. Das ist eins. Ich hoffe, ich schaffe mir das jetzt. Die Ecke vergrabt mich. Das ist der Müll, den wir gerade weggeschmissen haben. So, Suche ist abgeschlossen und mal gucken, ob es jetzt schon offen ist. Okay, wir sind beim K. Brauchen uns keine Sorgen machen, die Männer, denn die haben wir alle. Frauen haben wir sehr viele gesehen, denn die haben wir alle ausgeschaltet. Einen nach die anderen. Alles skrupellos. Jetzt können wir es benutzen, Alarm ist noch an, stört uns nicht weit, ich versuche es einfach mal. Gut, wir verstärken es erstmal. Haben wir jetzt bis 3, dann machen wir das. Verstärken das. Hacken das. Okay, hacken das. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Zugriff gewährt.
Achso, da sind wir. Mission geschafft, würde ich meinen. Ich weiß nicht, ob wir noch so freikämpfen müssen, aber bis jetzt sind wir erstmal da und yay. Wer ist das? Was geht da draußen vor? Ich wow, da hat wohl sein Bruch was dabei. Ist sie das? Oh. Kommen Sie. Los, lassen Sie sich ansehen. Wie sind Sie reingekommen? Und warum gerade jetzt? Ausgerechnet heute Nacht? Wenn wir endlich dem Ruf der unendlichen Weisheit des Maschinengottes folgen können. Ihre Ankunft hier ist doch kein Zufall. Ich suche Allison Stanek. Aber natürlich. Und Sie haben sie gefunden. Am Vorabend Ihres größten Erfolges. Aber brauchen Sie einen Rat? Unterstützung in Gebet und Meditation? Oder wollen Sie sich uns anschließen? Ihr Gefängnis aus Fleisch abstreifen und sich der Pracht der Singularität ergeben? Wenn Ihre hohe Priesterin Ihnen dienen kann, tue ich das mit Freuden. Ich habe Fragen zu den Bomben, die Sie für den Anschlag auf den Rosika-Bahnhof gebaut haben. Ist das alles? Mein augmentierter Bruder Victor ist ein tapferer und großer Anführer. Als er mich bat, einige meiner Babys für ihn zu bauen, habe ich voller Stolz zugesagt. Ich kenne Victor. Wenn er hinter den Anschlägen steckt, würde ich gern mit ihm reden. Nachdem unsere Unterdrücker diese Fleischfehler Tellis Rucker ermorden ließen, hat Victor seine Basis in ein Forschungszentrum in den Schweizer Alpen verlegt. Es heißt Garm, glaube ich. Garm, okay, verstanden. Das wollten Sie also? Sie kamen an diesen heiligen Ort und wollten meine Hilfe? Gegen Victors heilige Revolution? Verräter! Frevler! Ich dachte, Sie wären einer von uns. Das bin ich. Ich weiß nur nicht recht, wer uns ist. Dann sind Sie Ihr willfähriger Sklave, aber ich nicht. Oft spürte ich die Stiefel der Polizei. Ich wurde bespuckt und verhöhnt für das, was ich war. Ich hätte aufgeben können, so wie Sie. Aber ich hielt durch. Und jetzt hat mich der Maschinengott dafür belohnt. Ich habe den Spießrutenlauf verlassen. Erleuchtet. So, wir entscheiden uns für Alpha. Kleiner Moment, wo ist da um Krise? Erleuchtung bedeutet erhöhte Wahrnehmung und Weisheit. Beides sehe ich bei Ihnen nicht. Wenn Sie schon nicht wissen, warum ich hier bin, liegen Sie bestimmt auch mit anderen Dingen falsch. Ich gebe zu, bei Ihrer Ankunft war ich beschäftigt. Und das hat mich vom wahren Grund Ihres Besuchs abgelenkt. Aber wer sollte ahnen, dass jemand wie Sie zu unseren Feinden hält? Sie bestehlen uns, vergewaltigen und ermorden uns. Sie sind Tiere. Und Tiere sterben aus, während die Technologie Bestand hat. Okay, zweimal Omega. Das ist ganz recht. Victor tötet jeden. Nicht nur Täter, sondern auch Unschuldige. Menschen wie ihren Vater, der sie immer unterstützt und geliebt hat. Vater, ein sanfter Mann. Hoffentlich verschonen ihn Victors Anschläge auch weiterhin. Weiterhin? Es soll also noch mehr geben. Natürlich. Sie glauben doch nicht, ich hätte nur drei meiner Babys für ihn gebaut, oder? Er hat genug davon, um die ganze Stadt zu zerstören. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Ich habe zu tun. Hey, wir sind noch nicht fertig. Allison! Oh, Scheiße. Das Gefängnis. Augmentierungen sind der Schlüssel. Das Bewusstsein ist alles. Streifen ab die Fesseln von Fleisch und Blut. Wir enthalten die Singularität. Allison, halt! Ich weiß, was Sie tun. Ich habe diese Technologie schon gesehen. Es ging nicht gut aus. Sie sind um unser Leben besorgt. Nicht nötig, Bruder. Nur unsere Körper werden sterben. Unser Geist verlässt seine Hülle und verschmilzt mit dem göttlichen Bewusstsein des Maschinengottes. Das ist die Aszension. Ich würde Sie ja einladen, mitzukommen, aber wir haben nicht genug Platz. Ich verhindere lieber einen weiteren Anschlag.
Was ist Victors nächstes Ziel? Ich weiß es nicht und das spielt auch keine Rolle. Ich stehe an der Grenze zu einer neuen Existenz. Wenn ich eins werde mit dem Maschinengott, werden die Bürden dieser Ebene mich nicht mehr plagen. Zweimal Alpha. Natürlich werden sie das. Ihr Geist besteht aus Gedanken und Erinnerungen. Wenn sie diesen Teil mitnehmen, behalten sie ihren Zorn und ihren Schmerz. Grundgütiger. Das hatte ich nicht bedacht. Ich hielt diesen Weg für meine beste Chance. Die Welt besteht aus Agonie und Leid oder dem vergeblichen Streben, sie zu vermeiden. Die Realität zerschlägt jeden Moment des Glücks. Die Aszension ist unsere einzige Hoffnung auf Erlösung. Und zwar bitte. Nein, Sie haben das Schlimmste im Leben gesehen. Aber trotzdem wollen Sie etwas verändern und glauben daran, dass das möglich ist. Alles, was Sie brauchen, ist hier in diesem Raum. Sie sind Ihre eigene beste Hoffnung auf Erlösung. Bruder, Ihr Glaube an mich, Ihr wunderbares Vertrauen, ich bin überwältigt. Es kann kein Zufall sein, dass Sie sich mir an diesem heiligsten aller Ereignisse zu erkennen gegeben haben. Sie sind ein Zeichen des Maschinengottes, dass ich noch nicht reif bin für die Aszension. Und ich soll noch eine Weile auf dieser Ebene bleiben und die Welt Weisheiten lehren. Mein Job ist es, Leute wie Victor aufzuhalten. Und dafür brauche ich Ihre Hilfe. Natürlich, mein werter Prophet. Es wird mir eine Ehre sein. Warten Sie hier. Hier. Damit können Sie meine Babys entschärfen. Es war ein gutes Gefühl zur Abwechslung, mal etwas zu bauen, das Leben rettet und nicht zerstört. Agent Jensen? Hier drüben. Bin ich verhaftet? Menschenleben wurden ausgelöscht, Allison. Mit ihren Bomben. Keines meiner Kinder muss für meine Taten leiden? Sie haben mein Wort. Wenn Sie Victor stellen, seien Sie gnädig. Immerhin ist er auch Ihr Bruder. Okay. Smiley, Stanek ist jetzt mit ihrer Eskorte unterwegs. Ich muss mit Miller reden. Ist er schon zurück? Nein, aber ich hole ihn sofort in die Leitung. Jensen, haben Sie und Fletcher was gefunden? Die Sache ist größer als gedacht. Wo können wir uns treffen? Bei Chicane. Wir fliegen gerade dorthin. Miller out. Oh, ist ja wieder sowas, was ich nicht mehr brauche. Was ist das? Das ist ein... Okay. Kaufst du vielleicht? Jensen, haben Sie den Kalibrator dabei? Dann könnte ich nämlich Ihr abgefahrenes System optimieren. Ich habe jetzt alles, was ich brauche, um Sie richtig aufzumotzen. Sie meinen so wie beim letzten Mal? Nein, nein, nein! Ganz anders! Bei Wacklaufs Ehre! Kommen Sie einfach in mein Labor. Zugriff dabei. Oh. Ich nicht leiden kann. Weißt du, okay. Was, ich denke? Was denn jetzt schon wieder? Was? Was denn jetzt bitte? Vielleicht die Guten vermeintlich wurden angegriffen. Okay, nehmen wir das mal anders. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Das Video hat ein bisschen, die Mission war ein bisschen holprig. Oh ja, holprig. Gibt's gar nicht. Holprig, wollte ich eigentlich sagen. War ein bisschen holprig. Jetzt am Ende gesehen, und falls wir das nochmal spielen sollten, was ihr eigentlich anbietet, dann. Da wir noch das eine oder zwei Kunden haben, sollten wir vielleicht gleich mal in den Hinterhof gucken und dann da uns den Weg nach oben springen. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, es hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ja, dürft gerne das Ganze kommentieren und abonnieren und wir sehen uns bis zum nächsten, Video. Ich bedanke mich. Auf Wiedersehen. Euer Kuchi. Bye.